Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kam die neue Season 6 raus und dazu werde ich euch jetzt in diesem Video einmal alle Neuigkeiten zeigen. Ich bin auch zurzeit wieder täglich live auf Twitch, also wenn ihr da natürlich nicht verpassen wollt, lasst gerne dort ein Follow da und tragt auch gerne meinen Credit Code Thelcraft im Item Shop ein. Da würdet ihr mich natürlich nicht nur supporten, wenn ihr einen Skin am Item Shop kauft, sondern wenn ihr auch den Battle Pass oder zum Beispiel das Fortnite Crew Paket kauft. Es gibt wirklich in dieser Season eine Menge neuer Changes und auch wirklich sehr, sehr komplexe Themen darunter und deshalb werden wir in diesem Video noch nicht genau auf die ganzen einzelnen Themen eingehen, sondern ich werde euch wirklich einen Überblick über die ganzen neuen Sachen geben und dann werden wir in noch weiteren Videos nochmal genauer auf bestimmte Themen eingehen. Falls euch auch nicht alles interessiert, könnt ihr auch gerne mit den ganzen Timestamps unten in der Wiedergabeleiste die Parts skippen und dann könnt ihr eben halt nur das anschauen, was euch immer gefällt. Und wir werden da als erstes einmal mit den ganzen Map-Changes beginnen und als erstes wahrscheinlich, was schon jeder mitbekommen hat, ist, dass wir einen großen neuen Bereich haben, der einfach komplett umdesignt wurde. Dort, wo im Prinzip vorher die ganze Wüstenregion war, haben das Das Ganze jetzt etwas herbstlicher mit sehr, sehr vielen Bäumen und die ganzen Häuser, die dort stehen, sind häufig aus Holz gebaut und sehen sehr offen aus. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, diese neue Region. Im Prinzip jedes Haus, was da vorher war, wurde zu einer Ruine verwandelt oder wurde eben mal durch andere Häuser ersetzt. So haben wir zum Beispiel Colossal Crops, was das neue Colossal Colosseum ist. Dort sind im Prinzip nur noch die Ruinen von Colossal Colosseum und ein paar neue Häuser dazu eben halt. Dann haben wir Bunny Burbs, das ist das neue Salty Towers, ebenfalls das gleiche wie schon mit Colossal Colosseum. Und dann haben wir in der Mitte noch den großen The Spire Turm. Dort befindet sich immer der Zero Point drin und sollten eigentlich schon alle mitbekommen haben, die einmal das Live-Event gespielt haben, was wir am Anfang hatten. Und darum sind auch ein paar Häuser. Ist relativ viel Loot actually in dieser Mitte drin, aber ist auf jeden Fall nicht der beste Ort zum Fighten. In der Mitte befindet sich auch ein Boss, der droppt die mythische Waffe. Zu der kommen wir allerdings später noch, wenn ich euch die ganzen Waffen erklären werde. Aber auf jeden Fall ist das nicht die einzige mythische Waffe, denn es gibt noch weitere solche Türme. Und zwar befinden sich noch 6 so kleine Spikes, die eben halt von dieser Mitte aus weggehen in alle Richtungen. Und an deren Enden befinden sich dann eben halt, wie gesagt, nochmal solche weiteren Türme. Diese Türme nennen sich die Guardian-Türme und dort befinden sich eben halt auch wieder Bosse. An jedem dieser Türme eben halt jeweils einer. Die haben irgendwie so 500 Leben und droppen neben ein paar Waffen auch noch ein weiteres Item. Und zwar ist es so eine Kugel. Und wenn man diese Kugel zur Mitte trägt, zum The Spire-Turm trägt, dann kann man die dort unten einmal einlösen und bekommt als im Gegenzug eben mal die Spire Jump Boots. Ist relativ schwierig, das Ganze hinzubekommen, weil man es halt wirklich auf den Kopf tragen muss, diese Kugel, und es eine wirklich weite Strecke ist. Aber mit diesen Spire Jump Boots hat man die Möglichkeiten, Double Jump zu machen, und man kann, wenn man den Triple Jump macht, dann auch noch damit fliegen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch und kann man wahrscheinlich in der einen oder anderen Situation auch anwenden. Wie gesagt, ist nur relativ schwierig, wirklich von diesen Türmen aus bis ganz in die Mitte zu laufen. Soweit ist es dann eigentlich auch schon zu den ganzen Map-Changes und dann kommen wir direkt als nächstes zu den neuen Items, die jetzt drin sind. Als erstes mal haben wir 2 neue Fische und zwar ein Explosive-Fisch und ein Stinkfisch. Der Explosive-Fisch ist im Prinzip wie so ein Gaskanister, nur dass er halt keine Feuer erzeugt, und der Stinkfisch ist ganz einfach wie die Stinkgranaten. Bekommen wir, glaube ich, in 3er-Stack sogar, wenn man das fischen kann. Ist zurzeit noch in Competitive drin, könnte ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass das eventuell nach der Preseason deaktiviert wird. Übrigens, in diesem Video werden wir uns natürlich auch nur über die ganzen Arena-Changes kümmern, denn der Rest interessierte nicht wirklich, was jetzt irgendwie in den Normal-Modis passiert ist oder so. Außerdem haben wir auch wieder die Hopflopper zurück, dafür sind die Zero-Point-Fische raus und wir haben auch einen neuen Chest-Typ und zwar sind das noch bessere Chests als die Mythic-Chests und die haben das Besondere, dass sie eben halt noch einen Extra-Spot spawnen, das heißt, sie ersetzen keine normalen Chests, sondern spawnen immer nochmal zusätzlich dazu und so wie es scheint, spawnen die zu 100% in Trio, ich glaube auch zu 100% im Duo-Modus. Allerdings, wenn man Solo-Arena spielt, dann findet man diese Kisten gar nicht, beziehungsweise nur zu einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, ich hatte von 5 Runden die Kiste dort einmal gefunden und wie gesagt, 5 Runden Trio-Arena hatte ich die 5-mal gefunden. Also für Trios ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um consistent Loot zu bekommen. Daraus kommt mindestens eine epische, meistens eher eine legendäre Waffe und da kann man auf jeden Fall sehr, sehr guten Loot rausbekommen. Unter anderem kann daraus zum Beispiel auch der Rocket Launcher bekommen, den man so natürlich nicht aus normalen Chests bekommt, genauso wie es halt in der letzten Season auch schon war. Außerdem haben wir auch neue Tiere, die es auf der Map gibt, unter anderem nämlich einmal Wölfe, Frösche, Hühnchen und dann noch Wildschweine, die wir jetzt haben. Und Wildschweine und Wölfe droppen jeweils 2 unterschiedliche Ressourcen, nämlich einmal Knochen und zum anderen können die Fleisch droppen. Fleisch ist ganz einfach wie eine Bandage, dass man es etwas schneller sammeln kann. Und Knochen, genauso wie man auch von den Fröschen so ein Stinkmittel bekommt. Und wenn man zum Beispiel auch Autos abbaut, bekommt man da
daraus ebenfalls solche Mechanical Parts. Diese drei Items braucht man zum Craften, und Craften ist ein ganz neues System, was wir jetzt haben. Und zwar kann man Waffen eben halt upgraden, indem man eben halt dafür diese Ressourcen, wie gesagt, Knochen, Mechanical Parts und diese Stink Items benutzt. Das werden wir uns alle allerdings alles nochmal in einem weiteren Video anschauen, würde auf jeden Fall den Rahmen des heutigen Videos sprengen. Auf jeden Fall, falls ihr diese Ressourcen finden solltet, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass das Ganze zum Craften ist. Übrigens, wo wir schon über Ressourcen sprechen, hat sich auch direkt schon das Inventory etwas angepasst. Und zwar finden wir jetzt ein ganz neues Design vom Inventory. Wenn man auf Waffen klickt, findet man leider keine direkten Stats mehr, sondern nur noch eben halt Balken, die eben halt von einer Skala von 1 bis 100 im Prinzip anzeigen, wo das eben halt vom Damage-Wert, von der Schussrate steht. Aber es gibt zum Beispiel keine detaillierten Stats mehr. Etwas schade, dass man es halt nicht mehr ganz so doll nachvollziehen kann, aber kann man auf jeden Fall immer noch mit leben. Außerdem, wenn ihr jetzt auf eine Waffe switcht oder euch zum Beispiel bewegt, dann wird euer Inventory nicht mehr automatisch geschlossen. Das heißt, ihr müsst entweder mit Escape schließen oder mit nochmal aufs Inventory-Knopf drücken. Damit könnt ihr es dann auch schließen. Diese Ressourcen, die ihr bekommen könnt, nehmen, by the way, auch keinen normalen Inventory-Slot ein, sondern gehen eben halt, wie gesagt, in den Ressourcenbereich aus dem neuen Inventory. Dann gehen wir als Letzte auch schon zum Part mit den ganzen neuen Waffen, beziehungsweise den Waffen, die entfernt wurden. Und dort gibt es wirklich eine Menge neuer und natürlich gewollter Waffen. Als erstmal haben wir nicht mehr die Sniper, die Pistols und die Shotgun, die wir in Season 5 hatten. Das heißt, alle Varianten von der Action Lever, die Dragon Breath Shotgun, die Attack Shotgun und die Charge Shotgun, alle gewolltet, alle Pistol-Varianten gewolltet und ebenfalls alle Sniper-Varianten gewolltet. Das finden wir alles nicht mehr drin. Außerdem die SMG, also die schallgedämpft SMG, die ist ebenfalls gewolltet, und die AK ist ebenfalls in allen Varianten gewolltet, genauso wie die graue AR. Dafür haben wir jetzt ein etwas neues System, und zwar gibt es drei Kategorien von Waffen. Als erstes die Magshift-Waffen, die Primal-Waffen und die Mechanical, also die normalen Waffen. Und die haben ganz, ganz viel damit zu tun, wie das ganze Crafting-System funktioniert. Wie gesagt, erkläre ich euch nochmal alles in einem neuen Video. Auf jeden Fall gibt es unter den ganzen Magshift-Waffen eine komplette Reihe neuer Waffen, von SMGs über Pumps bis hin zu AERs und Bögen zum Beispiel auch, was auch ein neues Item ist. Das ersetzt im Prinzip die Sniper. Dort gibt es einmal von den Magshift-Waffen eben halt die den Bogen. Es gibt auch von den Primal-Waffen den Bogen. Primal ist sozusagen das Gegenteil zu Magshift. Einfach eine weitere Sparte von unterschiedlichen Waffen, wo es eben auch nochmal unterschiedliche Shotguns, SMGs, AERs und alles weitere gibt. Und dann gibt es eben halt, wie gesagt, bei den normalen Waffen jetzt den ganz normalen Lootpool, also die ganz normale AR. Und dort ist jetzt auch als neues Item wieder zurück die Pumpgun gekommen, von der grünen bis zur legendären Variante. Das heißt, man kann dort auch wieder ganz normal die Spaß bekommen. Dabei allerdings müsst ihr aufpassen, dass die epische Spaß nur noch 189er Damage auf Headshot macht und 108 dafür auf Bodyshot macht. Das heißt, etwas höherer Bodyshot Damage, etwas geringerer Headshot Damage. Die legendäre Variante davon macht allerdings trotzdem, glaube ich, noch 203er Headshots. Außerdem gibt es jetzt auch Revolver im Spiel, die eben halt auch wieder in der Magshift-Variante, Primal-Variante und auch bei dem Mechanical, den normalen Waffen. Dort hat man eben halt zum einen die ganz alte Version und dann natürlich noch die neuere Revolver-Version als epischen und legendären Revolver. Und den Primal-Waffen zum Beispiel finden wir auch die neue Mühlschwaffe, wovon ich am Anfang bei The Spire gesprochen hatte. Wenn man dort ja den Boss killt, dann bekommt man eine Waffe, und das ist eine Primal-Shotgun. Das ist im Prinzip eine Drum-Shotgun, schießt wirklich extrem schnell und es ist einer der stärksten Waffen, die es zurzeit gibt. Ich würde sie sogar teilweise, vor allem wenn man Controller-Spieler ist, definitiv über eine Spaß setzen, denn sie macht immer teilweise und wirklich konsistent 50 Damage-Hits und hat immer 12 Bullets in der Waffe und schießt unnormal schnell, macht im Prinzip immer so schnelle Zweier-Bursts und ist wirklich overpowered. Zu den ganzen Waffen werde ich auch nochmal ein Video machen, vielleicht werde ich es im Video zum Craften reinpacken. Auf jeden Fall gibt es eben, wie gesagt, extrem viele neue Waffen, die ich euch jetzt gar nicht alle in diesem Video genau erklären kann. Auf jeden Fall merkt euch einmal diese Reihenfolge immer, dass es Makeshift-Waffen, Primal-Waffen und Mechanical-Waffen gibt, dass es dort immer eine gewisse Unterscheidung gibt und die alle sozusagen auch immer relativ ähnlich sind. Also alle Primal-Waffen haben immer so eine gewisse Ähnlichkeit, dass sie zum Beispiel relativ großen Spread haben, ziemlich schnell schießen. Die Mechanical-Waffen sind halt diese normaleren Waffen, die etwas langsamer schießen, dafür etwas genauer sind, und die Makeshift-Waffen sind dann so etwas langsamere Waffen. Meiner Meinung nach ist die Season auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ihr könnt mir natürlich gerne, falls ihr die Season schon mal gespielt habt, gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Es braucht auf jeden Fall noch ein paar Balance-Changes, gerade bei den Primal-Waffen, zum Beispiel die Primal-Shotgun ist, wie gesagt, extrem overpowered. Da muss auf jeden Fall nach der Preseason noch mal ein bisschen was gefixt werden. Ansonsten gefällt mir die Beta aber richtig gut, gibt viele neue Waffen, die Map ist übel nice, es gibt sehr, sehr viele Mobility-Möglichkeiten. So gibt es zum Beispiel jetzt halt auch wieder die Ziplines überall bei The Spire, oder es gibt auch bei den Guardian-Türmen, was ich am Anfang noch vergessen
vergessen hatte, ein kleines Jumppad im Prinzip, wo man relativ weit geboostet werden kann. Und damit hat man auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Mobility quer über die Map. Gerade über die Mitte kommt man da sehr, sehr schnell rüber. Damit sind wir dann auch mit diesem Video durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.